Achso, ich brauche schon noch mal den jetzt. Hm, da musste sein, sorry. Hab ich alles voll, ne? Ja. Mal kurz gucken, ich kurz auf Tagebuch. Zwei Einträge kann man hier finden. Ich fühle mich hier, ich sag gerade nicht so wohl. Ach, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich hier nicht so wohl fühle. Warte, bevor ich hier rüber springe, dann kannst du hier nochmal gucken. Boah, ich hasse diese Gegend. Ich habe schon, glaube ich, in der zweiten Folge war. Zweite, dritte Folge, irgendwie so hat. Und auch draußen. Ich habe so lange gebraucht, um den Weg zu finden, wo ich lang muss. Weil ich glaube, hier muss ich lang. Hier ist nichts Besonderes drin anscheinend, ne? Anscheinend nicht. Verreck, Arschloch. Scheiße, Mann, ich hab keinen Bock hier, wirklich nicht. Dann kämpfe ich doch lieber gegen irgendwelchen komischen Menschen als gegen diese scheiß Kreaturen, ehrlich gesagt. Oh, ich glaube, der Bus ist nie angekommen, wo er ankommen sollte. Und ich glaube, die sind ganz schön lange hier schon im Bus drin. So wie die aussehen. Kein Eintrag, schade. Hallo, junger Mann. Ich sollte mal kurz Filter wechseln. Ich hasse diese Viecher wie die Pest. Oh fuck, scheiße. Dieses Arschloch. Wo bin ich? Treffe nicht. Was? Nee, nicht euer Ernst. Scheiße, ich hatte nicht gesehen. Fuck. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan. Ach Mann, muss ich hier wieder anfangen? Scheiße. Mal ein kurz hier die Waffe wechseln. Hier lag noch nichts mehr, ne? Scheiße, Mann, muss ich wieder anfangen, kostet mich das an. Hier lag nichts, ne? Wenn man die Sachen hier auslooten hier.
So, da war nichts Besonderes. Ach ja, stimmt, hier waren ja Feinde. Ich muss nachladen. Hey, warum kann ich nicht schießen? Toll, so hat meine Nase auch noch. Was ein Scheiß. Verreck. Da war nichts, ne? Nein, da war nichts. Ne? Nein, ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Wir haben, ich lieg wahrscheinlich in der Uhrzeit. Wir haben 3.05 Uhr. Ich glaube, daran liegt's. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan. Ah, Mann. Komm, Gasmaske wieder aufsetzen. Jetzt beeile ich mich einfach hier. Scheißegal jetzt. Und da war nichts mehr, bin ich mir sicher. Mann, geh doch raus hier. Ah, das hatte ich übersehen gehabt. Ich sehe nichts. Feigling, von hinten wollte zu kommen, ne? Arschloch. Der war tot. Drin? Nee, ne? Hier war auch nichts mehr. Aber hier. Und eine Falle war hier, genau. Ja, Maske wechseln, ich weiß. Ich weiß nicht, muss ich überhaupt killen? Ich weiß es nicht. Obwohl, das ist killen nicht. Glaube ich. Mein Gott, geh doch einfach drauf, du Penner. Geht doch. Ich hab auf jeden Fall Schüsse. So, von hier, da war ich, ne? Genau, hier war ich. Da hat er mich weggeschoben. Nach da hinten, alles gut. Mal gucken, wo er mal rumliegt, aber... Sieht nicht dann raus. Nicht schon wieder so ein Wichser. Oh,
Und einen von den Mutanten habe ich auch gesehen, da. Links ein Speicherpunkt. Da muss ich, wenn ich drauf gehe, nicht wieder von ganz hinten anfangen. Oh, der hat keine Arme mehr. Komm super mal her, Junge. Eine Musik auf einmal hier. Das sieht nicht gut an. Nein. Hört sich wirklich nicht gut an, die Musik. Soll ich sollte mal lieber weiter? Muss ich hier lang? Ich weiß es gar nicht. Nein, scheint nicht. Feigling, Alter, ich will keine, will nicht bewaffnet. Scheiße, keine Munition mehr. Fuck. Hilfe. Hilfe, ich bin gleich tot. Wie als Jung, wo, wie als Jung, wo? Ah, da! Wo kommt ihr von mal her? Egal, scheißegal, danke. Stellung halten! Wie ich diese Waffe hier. Na, ich hätte verrückt, wie ich die Waffe hier benutzen kann. Keine Ahnung. Alter, nur noch die Waffe wieder. Wie gesagt, tut mir leid, ich will hier gerade ein bisschen konzentrieren. Lebst du noch mal? Oh fuck. Hilfe, schieß auf den hier. Alter! Von allen Seiten hier, hat. Mann, baut immer auf mich. Echt gut. Toll, wollte ich gar nicht. Endlich, Artyom. Du bist hier. Das ist gut. Bist du verletzt? Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Nein. Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptleserhalle. In Ordnung? Genug gefroren. Gehen wir. Ich habe fast keine Moon mehr, weil ich nur so erwähnt habe, ne? Komm, mach auf da. Sehr schön. Ich komme hier gar nicht rein. Gehen wir, Leute. Ach, jetzt, okay. Danilo, pass auf, na. Wir gehen mit Artyom rein. Thank you.
Komm, mach die Tür auf da. Komm, komm, schnell, beeil dich, beeil dich. Boah, nice, sehr schön. Artyom! Wenn oben abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Nicht lange abhalten. Oh, Eintrag. Auf einen Snack. Und zwar uns. Irgendwas mit Tür oben, hat er gesagt, ne? Aber bevor ich es einmal kurz das Wichtigste erstmal hier. Fuck, erster Eintrag schon nicht eingesammelt, scheiße. Eintrag 2. Ich habe alle Bücher, die wir in der Station hatten, immer wieder gelesen, bis sie auseinanderfielen. Ich bin immer zu den Händlern geeilt, die von den weiter entfernten Stationen zurückkamen, um der Erste zu sein, der um ein paar alte Bücher falschte, die die mitgebracht hatten. Selbst wenn sie sonst niemanden haben wollte. Ich habe alles gelesen. Wenn man 60 Meter tief im Untergrund lebt, sind Bücher die einzige Fenster in die Welt. Ich habe Bücher angebetet. Man kann sich also meine Gefühle vorstellen, die ich beim Anblick der großen Bibliothek hatte. Der Schrein zu allen wichtigen Büchern, die jemals in der Geschichte der Menschheit geschrieben wurden. Ich darf aber nicht den Grund vergessen, aus dem ich hierher gekommen bin. Wenn ich mich ablenken lasse und anfange in den alten, halb zerfallenen Büchern zu lesen, wird die Bibliothek mich vollständig und für immer verschlingen. Ich glaube, ich soll mich beeilen. Da, die muss ich aufkriegen irgendwie, glaube ich, ne? Einen Weg finden, die aufzukriegen. Habe ich nicht schon einen Weg? Warte mal. Kann ich die einfach aussprengen? Ich glaube nicht. Ich mache trotzdem mal. Das vorfahren. Na, natürlich nicht. Was sind das denn für eklige Dinger? Ich glaube, die tun mir weh, glaube ich. Hört sich alles nicht gut an. Ich glaube, wenn ich runterkomme, bin ich glaube ich alle oben. Nicht lang. Was soll ich jetzt hier? Hä? Hä? Komm ich wieder hoch? Nein, anscheinend nicht. Ich kann aber jetzt machen, so ehrlich gesagt. Nein! Fuck, ich bin dämlich, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Wirklich nicht. Ich hänge hier fest und weiß nicht, was ich machen soll. Da hoch komme ich auch nicht mehr, ne? Hä? Ich kann hier nichts machen. Nicht mehr hoch. Oder vielleicht doch? Ist das ein Bug? Ich habe keine Ahnung.
Muss ich hier jemand, macht der jemand mit mir? Ich habe keine Ahnung, glaube nicht, ne? Ne, tut mir nur weh, mir macht er nicht. Den kriegen wir auch nicht kaputt. Das sieht aus, kann ich hier wieder raus, aber anscheinend nicht. Ist doch nichts, was ich machen kann. Scheiße. Hier komme ich auch nicht lang. Ach. So. Da sagt er doch. Jetzt helf mir bitte hier. Leute, hallo. Nicht weggehen, wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch. Ich wollte schon sagen, ist das denn ernst? Etwas länger. Danke. Und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Und ich dachte, ich sehe euch nicht mehr. Danke. Aber irgendwo noch was Besonderes, ich guck noch mal ganz kurz ruhig selber. Oh fuck. Was ist das? Was ist los? Okay, der Humor gefällt mir irgendwie. Aber was bringt eigentlich diese Tür, wenn die verschließen? Die können ja hier immer noch lang rein. Egal, sag jetzt. Durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. An den Seiten? Also gut. Neuronen und Synapsen. Hä, ich soll die Räume an den Seiten durchsuchen? Motoriksysteme. Wow. Arm, Beast oder Gas. Ich weiß nicht genau, wonach. Irgendwas hat dort ein scheiß Loch hier zu bedeuten. Ah, okay. Aber... gebracht hat mir jetzt nichts irgendwie. Doch, hat mir wohl was gebracht. Als ob wir nicht angegriffen werden jetzt. Ja, toll. Und jetzt? Machen. Immer Filter wechseln. Hä? Ah, okay. Aber anschießen? Ja. Vorsicht! Nett. Danila, gehen wir. Ich hätte euch vielleicht vorwarnen sollen, ne? Entschuldigung. Oh, Kacke.
ob wir jetzt nicht angegriffen werden da. Hört das jemand auf? Niemals. Mann, oh Mann. Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Mal. Bibliothekar! Nein, hör zu, nicht Bibliothekar, sondern Monster. Nein! Nein! Ey, alles gut? Junge! Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Er lebt noch. Artyom, ich muss ihn zur Polis bringen. Mach das, mach das. Du musst die Karte selbst finden. Alles gut. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Gute Besserung, Junge, gute Besserung. Werd schnell wieder fit. Und trotzdem schon mal danke für alles, ne? Ich muss mal gucken, Tagebuch. Ah ja, schon wieder alles vergessen einzusammeln, stimmt. Oh, hallo. Aus irgendwelchen Gründen hängt sie jetzt hier gerade bei mir extrem auf, weiß nicht genau warum. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen.